Schatz, Ja. was machst du da? Warum sitzt du da so? Ich habe ein Geheimnis. Wie, du hast ein Geheimnis? Was für ein Geheimnis? Willst du mir nicht Ja. davon erzählen? Nee, das würdest du nicht verstehen. Ach Schatz, natürlich würde ich das verstehen. Ich verstehe alles. Erzähl doch mal. Okay, also du weißt ja, ich liebe Kaffee, ne? Und ich wollte schon immer meinen Kaffeeladen aufmachen. Dann mach das doch einfach. Du hast recht. Ich werde meine Träume jetzt verwirklichen. Es wird Zeit, um meine Träume zu verwirklichen. Lass mich in Ruhe, ich mach das. Was geht, mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute spielen wir Coffee Shop Tycoon, wo wir unseren eigenen Kaffeeladen machen werden, okay? Ich bin sehr gespannt, deswegen, ich meine, irgendwie ist es so eine Art Passepartout. Nur, dass wir bei Passepartout halt keine Bilder malen, sondern wir müssen guten Kaffee verkaufen. Wir müssen Kaffeemaschinen kaufen, wir müssen Mitarbeiter einstellen, wir müssen Tische kaufen, Stühle kaufen und so weiter und so fort. Wir können sogar früher oder später den Ort ändern, wo wir Kaffee verkaufen werden. Was ebenfalls ziemlich cool ist, weil wir fangen in der Garage an und dann sind wir irgendwann, keine Ahnung, irgendwo anders. So eine Art Starbucks oder so. Okay, das war ziemlich episch, aber na gut. Lass uns beginnen. Okay, also wir sind momentan Level 1. Das heißt, wir können, was ist das hier? Park Location. Und was ist das hier? Das ist Pinewood Location. Okay, ich sehe es. Dann fangen wir wohl an bei der Park Location. Hier, bevor wir anfangen. Und zwar sagen wir 2500 Likes in einer Stunde. Und ich lade noch eine zweite Folge davon hoch. Aber erstmal müssen wir natürlich sehen, wie es ist. Also ich kann nicht garantieren, dass ich 100% die zweite Folge hochlade. Aber das erhöht halt die Wahrscheinlichkeit. Deswegen... Let's go! Willkommen bei deinem neuen Kaffeeladen, aber bevor du anfängst, musst du einen Namen dafür finden. Okay, ich und Namen, das ist immer so eine kleine komplizierte Geschichte, aber ich glaube, ich nenne es Nippelkaffee. Ja, Nippelkaffee, let's go, Baby. Wähle dein Logo aus. Okay, wir können auch ein eigenes Logo auswählen. Ich glaube, ich nehme irgendwas, was quasi kälter ist, weil je kälter das Logo ist, desto mehr Lust hat man auf einen heißen Kaffee, schätze ich mal. Deswegen würde ich einfach mal das hier nehmen. Okay. Okay. Hallo Unternehmer, willkommen zu der Welt des heißen Kaffees und leckeren Muffins. Badabadaba. Sorry, ich liebe Muffins. Hey, keine Sorge, Buddy, ich liebe auch Muffins. Also Leute, tatsächlich habe ich das schon mal kurz gespielt, deswegen kann ich das Tutorial quasi skippen und selber alles machen, was ziemlich cool ist. Weil ich habe das Tutorial schon gespielt, by the way. Also fangen wir hier an und zwar kann man erstmal sowas hier holen. Starter Station, wir fangen mit 40.000 an. Wahrscheinlich haben wir Kredit oder sowas aufgenommen. Und jetzt können wir das hier quasi irgendwo platzieren, was ziemlich cool ist. Und hier wird dann quasi gearbeitet. Kann ich das noch bewegen? Oh shit, Baby. Warte mal, ich würde gerne... Ja, das ist gut, oder? Nee, vielleicht... Ich pack's mal so hin. Und jetzt packe ich das mal... Obwohl, nein, nein. Die Leute kommen hier rein, ne? Lass mich das nochmal kurz drehen. Genau, so. Und wir packen es hier hin. Ja, in die Mitte. In die Mitte des Ladens. Könnte ziemlich gut aussehen, Buddy. Könnte ziemlich gut aussehen. Jetzt brauchen wir... ich hab's doch gekauft. Hallo, platzier es doch da. Jetzt brauchen wir erstmal einen. Jetzt brauchen wir Kaffee, schätze ich mal. Kaffee ist ja wichtig. Und zwar brauchen wir etwas, wo wir das, die Kaffeebohnen lagern können. Und zwar habe ich hier etwas und dann habe ich noch hier etwas und dann habe ich noch hier etwas. Das ist eine Kaffeemaschine, durch die werden wir Kaffee erstellen. Oh, hell no! Was episches, okay? Und jetzt steht da, du musst deinen ersten Mitarbeiter einstellen. Das heißt, warte, wir gehen das nochmal. Ich glaube, das war hier bei Person. Und jetzt neuer Mitarbeiter. Und jetzt können wir Barista oder Service, keine Ahnung. Also wir können hier sogar irgendwie den Preis erhöhen. Ich glaube, je mehr, je teurer, desto besser ist der Mitarbeiter oder irgendwie so eine Art. Aber wir werden auf, keine Ahnung, Service. Stimmt's? Und jetzt auf Interview. Und jetzt kann man ihn einstellen. Ah, jetzt kann man hier sich jemanden aussuchen. Okay, was ist Barista, by the way? Ah, okay, das ist also quasi derjenige, der den Kaffee zu den Tischen bringt. Interessant, interessant. Warte mal, was ist wichtig? Das hat 36, okay, Geschwindigkeit. Ich sehe es, normalerweise ist es egal, oder? Service. Ja, ich nehme einfach den hier. Das war quasi der erste. Wir stellen ihn einfach ein. Und der arbeitet jetzt bei uns, was ziemlich episch ist. Und jetzt können wir erstmal Kaffee bestellen. Das müssen wir auch tun, schätze ich mal. Oder? Soll ich es jetzt schon tun? Ja. Normalen Kaffee kann man bestellen. Jetzt kann man sich aussuchen, was man will. Wir holen erstmal das hier. Einen normalen schwarzen Kaffee. Jetzt gibt es hier sogar noch Medium-Kaffee, was ebenfalls interessant ist. Und man kann sogar noch das hier holen. Und jetzt haben wir nur noch 8.000. Keine 40.000 mehr, sondern 8.000. Aber jetzt haben wir den Kaffee bestellt und ich merke gerade, das war keine gute Idee, denn es dauert eine Zeit lang, bis der Kaffee kommt. Und der Kaffee kann auch schlecht werden. Das heißt, wenn er schlecht wird, müssen wir ihn wegschmeißen. Das Geld war quasi umsonst. Deswegen, zu viel Kaffee zu kaufen ist nicht gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich genug Kaffee machen kann. Aber wir werden es ja sehen, schätze ich mal. Außerdem kann man hier Muffins kaufen und Cookies. Aber Problem ist, wir müssen Level 2 sein, um das zu tun, okay? Und jetzt kann man hier hingehen und jetzt kann man hier zum Beispiel neuen Kaffee machen. Also man kann hier draufdrücken und Brew drücken. Moment mal. Wieso geht's nicht? Es muss gehen. Einfach hier draufdrücken, ne? Ja, what the freak? Wieso geht's nicht? Ah, normaler Kaffee. Es muss normaler Kaffee sein, stimmt's? Vielleicht hier? Medium? Nee, Medium nicht. Das muss hier. Brew. Okay, keine Ahnung, wieso es nicht geht. Ah, wir haben den Kaffee noch gar nicht gekauft, glaube ich, oder?
Oder wie sieht's aus? Ich glaube, wir haben den Kaffee noch gar nicht gekauft, Leute. Hier, den müssen wir erstmal kaufen. Okay, okay, das erklärt einiges im Leben, okay? Ich hab's verstanden. Also ja, jetzt haben wir den Kaffee geholt. Wir mussten ihn erstmal überhaupt holen. Und jetzt kann man den ersten Kaffee machen. Okay, sehr interessant. Wir machen einen normalen dunklen Kaffee, schätze ich mal. Ich meine, ich trinke meinen Kaffee immer sehr schwarz. Und jetzt wird er gemacht. Es dauert 30 Sekunden. Deswegen, lass uns einfach vorspulen. Und das Ding ist, wir können dreimal vorspulen die Zeit, sodass es schneller vergeht natürlich. Und momentan ist der Laden noch geschlossen. Also wir können ihn gleich öffnen. Werden wir auch gleich tun, schätze ich mal, wenn wir alle wichtigen Sachen haben. Und jetzt haben wir unseren ersten Kaffee gemacht, was sehr schön ist. Und ich glaube, jetzt können wir den Kaffeeladen öffnen. Und jetzt können die ersten Leute reinkommen, was ziemlich episch ist. Okay, let's go. Und das Wichtige ist, dass, siehst du den Smiley da oben? Dass der Smiley lächelt, wenn er rausgeht. Heilige Meerjungfrauen, $800 für einen Drink. Ja, und zwar kriegt man $800 für einen Drink, weil man muss ja irgendwie hier Geld verdienen. Wenn man irgendwie 2 Euro pro Drink bekommt, dann würde das gar keinen Sinn machen. Also, ne, das ist halt fürs Spiel so gemacht, damit man auch vorankommt. Und die Leute sind glücklich, die Leute sind happy. Und das finde ich toll. Wir können ihn sogar trainieren, Leute, sodass er Sachen machen kann. Und jetzt haben wir den Frühling. Das bedeutet, im Frühling wollen die Leute, ich glaube, immer noch heißen Kaffee, oder? Warte, ich mache mal die Zeit normal. Ich glaube, die Leute wollen im Frühling immer noch heißen Kaffee. Das sehen wir hier. Customers will prefer cold drinks. Sie wollen also kalten Kaffee, okay. Trotzdem sind sie glücklich, okay? Was das Wichtigste ist. Hier ist unsere Reputation, bedeutet, wie sehr die Leute meinen Laden mögen. Je höher das ist, desto mehr Leute mögen meinen Laden. Und wenn die Leiste voll ist, dann kommen mehr Leute zu uns. Und hier haben wir das Level. Das Level bekommen wir quasi, wenn eine Person glücklich ist, dann bekommen wir ein Level dazu. Beziehungsweise wir bekommen mehr XP dazu, um Level 2 zu erreichen. Und sobald wir Level 2 haben, können wir einfach auch weitere Sachen holen. Zum Beispiel, wir können Cookies holen. Die Leute lieben bestimmt Cookies, gehe ich mal von aus. Wir können hier was Neues holen. Da können wir mehr Mitarbeiter einstellen und so weiter und so fort. Kann ich nicht eigentlich noch mehr mit... Ja, ich könnte sogar noch einen weiteren Mitarbeiter einstellen, wenn ich will. Aber ich glaube, einer reicht, oder? Ich habe keine Ahnung, so wirklich ehrlich gesagt, ob einer reicht oder nicht. Aber wie ihr sehen könnt, und zwar, wir haben langsam keinen Kaffee mehr, was nicht gut ist. Weil sobald wir keinen Kaffee mehr haben, haben wir ein Problem. Deswegen gehen wir hier hin. Und ich glaube, ich könnte sogar ein zweites davon holen, oder? Ich glaube, ich könnte ein zweites davon holen. Hier steht, wir können zwei davon haben. Das heißt, wir können noch eins holen, was auf den Tisch passt, was sehr gut ist. Und ich glaube, jetzt kann man hier sogar noch mehr Kaffee machen, schätze ich mal. Und der ist noch fresh, der Kaffee. Wir machen einfach mal einen anderen, oder nicht? Soll ich einen anderen machen? Ich mache mal den hier. Einen Medium-Kaffee, schätze ich mal. Brew. Und jetzt wird neuer Kaffee gemacht, was ziemlich episch ist. Sodass wir immer Kaffee haben. Und der muss natürlich auch fresh sein. Wenn er nicht fresh ist, dann sind die Leute sauer, okay? Also es ist sehr wichtig, dass es guter Kaffee ist. So, jetzt könnten wir sogar noch einen weiteren Mitarbeiter einstellen, aber das will ich nicht machen. Unser nächstes Ziel ist es, die Reputation, also den Bekanntheitsgrad oder wie auch immer, auf Level 100 zu bringen. Und wir sind momentan bei 54 oder so, oder? Ich glaube, ja, Leute. Ich spule mal ein bisschen vor, die Zeit. Einfach nur, damit es ein bisschen schneller geht. Jetzt haben wir ja 64 schon. Unser Ziel ist 100, okay? Sollte kein Problem sein, denke ich. Solange die Leute glücklich sind, ist alles tutti frutti, pico bella pistazie, okay? Okay. Und jetzt können wir hier neuen Kaffee machen, schätze ich mal. Da mache ich einfach mal neuen schwarzen Kaffee. Ich denke, das könnte eine gute Idee sein. Okay, ein neuer Drink ist viral geworden. Super Food Bowl. Die Leute werden ein Cappuccino-Frappe kaufen wollen. Aber ich kann leider noch keine Cappuccinos verkaufen, weil ich noch nicht Level 2 bin. Also das ist das Problem, okay? Wir können keine Cappuccinos verkaufen im Leben, okay? Aber wir haben 100 geschafft. Und jetzt ist unser nächstes Ziel, eine Espresso-Maschine zu holen. Was zwar sehr schön ist. Warte mal ganz kurz. Ich lass mal die Zeit normal vergehen. Okay, das ist noch okay von der Freshness. Ich sehe es. Auch noch okay. Okay, alles gut bis jetzt. Lass uns weitermachen. Lass uns versuchen, Level 2 zu erreichen, damit wir eine Espresso-Maschine holen können. Okay, lass uns noch einmal den Kaffee benutzen, aber danach können wir ihn nicht mehr benutzen wahrscheinlich. Nee, jetzt ist die Freshness noch okay, aber die würde ich mehr lange okay sein, Leute. Das ist das Problem. Wir haben zu viel Kaffee geholt, okay? Ich gebe es dir auch offen ehrlich zu. Es war zu viel Kaffee. Wir können sogar irgendwas verkaufen oder wegschmeißen. Ja, wegschmeißen eher. Zum Beispiel das hier. Okay, ist doch immer noch okay. Also solange es okay ist, müssen wir es nicht wegschmeißen. Aber wenn es dann schlecht wird, dann definitiv, Leute. Die Leute sind auch gar nicht mehr so zufrieden. Das ist ein bisschen problematisch. Seht ihr ihr Gesicht? Ja, also die sind echt nicht mehr so zufrieden. Wisst ihr was? Ich mach mal kurz Stopp. Und verkaufe den Kaffee und schließe kurz, damit wir sicher gehen. Schmeißen ihn weg und holen neuen Kaffee. Wir holen einfach neuen Kaffee, weil was anderes bleibt uns nicht übrig, oder? Wo kann ich neuen Kaffee bestellen? Bestelle Kaffee. So, jetzt können wir hier neuen Kaffee bestellen und hier ebenfalls neuen. Ich bestelle wirklich nur das Billigste, weil, ne? Es ist, ich denke, es ist sehr wichtig. Und die Leute gehen jetzt weg und dadurch geht unser Bekanntheitsgrad nicht runter, weil wir keinen schlechten Kaffee machen. Komm schon, Kaffee, komm schon. Komm schneller zu mir an. Wo steht, wann es da ist? Okay, es ist da. Sehr gut, Leute, es ist sehr gut. Und jetzt können wir bald neuen Kaffee erstellen, was sehr schön ist. Wir löschen mal den Kaffee von hier und machen hier neuen Kaffee. Zum einen das hier, Brew. Und bei dem hier werden wir das hier benutzen.
Geht's nicht? Achso, ich kann nur eins, oder was? Ich glaube, ich kann nur eins, Leute. Verdammt. Okay, wir machen... Nee, wir machen noch nicht auf. Und jetzt machen wir wieder den Laden auf, sodass wieder Leute reinkommen können. Und wir machen auch gleich den nächsten Kaffee. Brew. So, jetzt haben wir immer Kaffee am Start, was sehr schön ist. Und die Leute sind, ich denke, wieder zufriedener, oder? Na, immer noch nicht so ganz, Leute. Aber ich glaube, ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Komm schon, gib mir ein Lächeln. Gib mir ein Lächeln, das ist richtig. Sehr gut. Immer lächeln. Hier, guck mal, kann ich sogar trainieren. Oh, it looks like jemand hat Geld von mir gestohlen. 2400, Bro. Der Typ kann nicht damit durchkommen, oder? Das würde gar keinen Sinn machen. Wir können auf jeden Fall aufleveln. Kaffee für Dumbies, also Kaffee für Dumme. Oder irgendwie so im Lächeln. Sehr gut. Natürlich. Wieso nicht? Also wir trainieren ihn. Wenn er dann lächelt, alles super. Oh, der ist aber nicht ganz glücklich. Wieso nicht? Wieso bist du nicht glücklich? Was ist dein Problem? Oh, ich glaube, die Zeit, ne, wie lange ich dafür brauche. Ich weiß, oh, die ist glücklich. Also, manche Leute sind glücklich, manche dann eher weniger. Aber na gut, wir können hier sogar Tische holen und so. Aber momentan würde ich das noch nicht tun, oder? Soll ich? Ich glaube, noch nicht. Noch ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben noch zu wenig Geld. Kann ich ihn trainieren? Ja, ich trainiere ihn einfach mal. Hier, Flashy Flash oder was auch immer. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Komm schon, bring mich auf Level 2. Ich brauche eine Espresso-Maschine, okay? Ich brauche eine Espresso-Maschine. Oh, Baby, wir sind Level 2. Jetzt haben wir sogar Brot, neue Stühle und so weiter und so fort. Okay, das ist ziemlich episch, Baby. Also beschweren will ich mich da ja weniger. Kann ich noch einen Kaffee erstellen? Noch nicht, noch nicht. Okay, mach es mal weiter. Mach es mal ganz normal weiter. Ich müsste gleich in der Lage sein, neuen Kaffee zu erstellen. Okay, solange die Freshness oben ist, sollten wir das auch tun. Und jetzt sind wir Level 2. Das heißt, wir sollen eine Espresso-Maschine holen. Basic Blender. Hier, Espresso-Maschine, ne? Ja, das kaufen wir für 6.000. Ist ganz schön teuer, aber... Ne, Research ist Espresso. Das heißt, wir müssen erstmal Espresso holen, Leute. Espresso, 1200, noch mehr Geld. Holy shit, okay, das ist eine Menge. Und jetzt müssen wir, was? Espresso Machines, Brew Coffee on Demand. Also, wenn jemand Espresso will, dann bekommt er Espresso, stimmt's? Oder irgendwie so eine Art. Oh, wir müssen neuen Kaffee machen, natürlich. Machen wir hier. Und bam. Ne, mal. Wieso geht's nicht? Okay, lass mich mal den hier machen. So, und jetzt Brew. Yeah, baby. Okay, neuer Kaffee wird gemacht. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Und wir können sogar das hier holen. Ah, das kostet wieder so teuer, ne? 1000. Das ist echt teuer, Leute. Es ist wirklich teuer alles. Das kostet 2000. Aber sieht echt lecker aus. Da sieht dieses Brot mit diesen Blaubeeren drin oder was auch immer. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Ich denke, das kennt ihr. Jetzt können wir hier wieder neuen Kaffee machen, glaube ich, oder? Ja, wir können... Oh, nein. Oh, okay. 8 von 8. Sehr gut. Und wir haben wieder Kaffee hier. Alles super, Leute. Alles bestens. Und sie ist glücklich. Perfekt. Ich liebe es, wenn die Kunden glücklich sind. Wirklich super. 1000 Dollar bekomme ich. Ich bekomme 1000. Moment mal, wird Espresso hier jetzt eigentlich gemacht oder nicht? Würde mich mal interessieren. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt Espresso hier gemacht wird. Ich gehe mal davon aus, oder? Ich gehe mal davon aus, wortwörtlich, Leute. Lass uns weitermachen. Die Leute suchen nach einem Salted Caramel Latte. Wie soll ich den bekommen, Leute? Salted Caramel Latte? Gibt es den hier? Iced Coffee? Ich meine, hier gibt es ein paar Sachen auf jeden Fall, die sind sehr wichtig. Also, die sollte man auf jeden Fall bekommen. Und die sollte ich auch kaufen, denke ich. Ja, das hier sollte ich holen. Ein Latte. Sehr wichtig. Iced Coffee. Jetzt haben wir auch kalten Kaffee. Sehr gut. Und jetzt haben wir sogar noch das hier. Perfekt. Und weiter geht's. Mal schauen. Ist der Kaffee noch gut hier? Der ist noch okay. Na, okay. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Auch okay. Alle sind glücklich, alles ist super. Also beschweren werden wir uns eher weniger, glaube ich, oder? Und wie das mit der Espresso aussieht, ich keine Ahnung, ob der Espresso macht oder nicht. Ich habe wortwörtlich keine Ahnung. Wir haben auch wieder Geld bekommen, wodurch wir einen Americano jetzt machen können, okay? Sehr gut. Oh, ich höre irgendwas. Das ist, glaube ich, ein Latte Macchiato, oder? Hört sich ganz so an. Ja, Latte. Das war hundertprozentig ein Latte. Mit Schaum und so. Hat man irgendwie gehört, den Schaum. Ziemlich cool. Aber na gut, glaube ich, die Leute sind ziemlich zufrieden, oder? Ich meine, das geht hoch, das geht hoch. Es geht zwar nicht allzu schnell. Wie wäre es aber, wenn wir Tische und sowas kaufen würden? Oh, shit, was haben wir jetzt? Er hat Level 2 erreicht, der Typ. Okay, nicht schlecht. Jetzt bekommt er mehr Geld, so wie es aussieht. 1000. Machen wir auch. Okay, nicht schlecht. Sehr gut. Du bekommst dein Gehalt. Wenn du weiterhin so gut arbeitest, Buddy, bekommst du dein Gehalt, okay? Aber, Leute, ich mache mal kurz Pause, denn ich muss gucken. Kaffee ist immer noch da. Interessant, interessant. Also, wieso wird das Kaffee so langsam... Ah, hier. Okay, wir müssen definitiv neue Sachen holen, oder? Wir müssen definitiv neue Sachen holen. Jetzt können wir auch mehr Kaffee holen, glaube ich, oder? Ich glaube, wir können das holen. Wir können das holen. Wir können das holen. Okay, das müsste in Ordnung sein, glaube ich, oder? Da kommt bald der Kaffee an, würde ich sagen. Nur noch zwei Personen und jetzt schließen wir mal kurz. Wir schließen mal kurz, Leute. Genau, wir schließen. Und jetzt warten wir, bis der Kaffee ankommt, bevor wir weitermachen. Und der Kaffee ist angekommen. Okay, kurze Pause. Und jetzt geht's weiter. Okay, ich musste mal klarkommen. Ich habe mal das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Aber wir bekommen, ich glaube, jetzt mehr Geld, was hoffentlich der Fall sein wird. Kann ich noch einen Kaffee machen? Habe ich irgendwas noch nicht gekauft? Nein, alles ist gut. Okay, alles bestens. Und wir haben den Herbst hier. Bedeutet, Leute mögen wieder heißen Kaffee mehr. Der Markt wurde normalisiert. Es gibt keinen Trend mehr.
Okay, interessant, interessant, interessant. Der ist sehr zu fliehen. Oh, ich liebe dieses schöne Lächeln, wirklich. Und dich kann man, by the way, trainieren, oder? Dich kann man trainieren, Buddy, sodass du ein bisschen noch besser wirst, okay? Ich meine, du bist jetzt schon super. Wir wollen dich aber noch besser machen, Bro. Noch besser, noch deutlich besser. Wir müssen Essen holen, okay. Essen holen ist wichtig. Dann mache ich mal, ich mache kurz auf Pause und werde erstmal Essen bestellen. Wir können Cookies holen. Kann ich so was anderes holen außer Cookies? Das hier kann ich holen. Hole ich auch, würde ich sagen. Oder hole ich auch. Und jetzt kann man da einfach eins von holen, oder? Genau. Das kann man zum Menü hinzufügen und das kann man ebenfalls zum Menü hinzufügen. Perfekt. Jetzt haben wir zwei Sachen schon im Menü. Sehr gut. Und wir haben es geschafft, oder? Order Food Supply. Okay, es dauert ein bisschen, bis es ankommt, oder? Ich glaube, ja. Das ist noch fresh. Das ist noch fresh. Und das ist auch noch fresh. Und jetzt sind wir in der Zeitung. Und wir können jetzt mehr Leute erwarten. Oh, Baby, wir sind in der Zeitung. Let's go. Let's go. Perfekt, Baby. Vielleicht sollten wir weitere Mitarbeiter einstellen, oder? Ich glaube, wenn jetzt mehr Leute kommen, sollten wir weitere Mitarbeiter einstellen, Leute. Wir müssen bald wieder neuen Kaffee machen, so wie es aussieht. Fresh, fresh, alles ist fresh. Jeder Kaffee ist fresh. Sehr schön. Soll ich noch Mitarbeiter einstellen? Was sagt ihr? Ich glaube aber, das ist teuer, oder? 20.000 oder so, ne? Ja, 20.000, viel zu teuer. Also das Geld habe ich noch nicht. Ich habe ja nicht mal Tische und Stühle. Oh, wir müssen neue Kaffee machen. Und Brew. So, wir machen jetzt neuen Kaffee, was sehr schön ist. Oh, die Leute sind sehr glücklich und es gibt eine Menge Geld auf jeden Fall. Let's go! Lass ihn uns nochmal trainieren. Dein Bekanntheitsgrad ist wieder gestiegen. Jetzt kommen Kunden noch öfter. Ich seh's, ich seh's. Ich seh's. Jetzt kommen die noch öfter. Okay, okay. Wenn die öfter kommen, das ist natürlich krass. Aber na gut, lass uns weitermachen. Ganz normal weitermachen. Ich kann immer noch keinen Kaffee machen, leider. Okay, Leute, es scheint so, als müssten wir bald wieder neuen Kaffee. Oh, Winter. Winter ist wirklich die beste Zeit. Winter ist eine sehr gute Zeit, Leute. Order Supply Drop. Warte mal, ich mache kurz Pause. Ah, Supply? Sehe ich die Sachen? Wo ist denn das Essen und so, was ich holen wollte? Supply, ich habe drauf gedrückt. Ah, hier. Ah, jetzt kann man Essen bestellen. Ich sehe es, Baby. Ich sehe es. Okay, okay, ich sehe es. Yes, Baby, wir haben es gemeistert. Und jetzt müssen wir einen Bekanntheitsgrad von Level 2000, Bro. Okay, das ist eine Menge, okay? Level 2000 ist wirklich eine Menge. Oh, der ist aber unglücklich. Wieso ist der denn unglücklich? Oh, shit. Okay, wir schließen erstmal. Wieso ist der unglücklich? Ah, okay, wir müssen neuen hier machen oder neuen Kaffee. Ich bin voll überfordert. Es klingt zwar komisch, aber es ist wirklich überfordernd. Es ist wirklich krass, okay? Wir schließen erstmal. Lassen die Zeit normal vergehen. Machen neuen Kaffee natürlich, okay? Und jetzt können wir auch neuen... Oh, Food Supply ready. Sehr, sehr gut. Und jetzt können wir auch neuen Kaffee bestellen, oder? Ich glaube, ja. Dunklen Kaffee kann man bestellen. Wir können ja sogar mehr bestellen, theoretisch. Jetzt kann man das hier bestellen und das hier bestellen. Okay. Wir haben wieder ein paar Sachen bestellt, Leute. Jetzt müssen wir kurz warten und dann können wir wieder den Laden öffnen. Das können wir löschen. Das können wir ebenfalls löschen. Das ist nicht mehr fresh genug, okay? Jetzt können wir wieder öffnen. Weiter geht's, Leute. Und hier haben wir sogar... Ja, hier haben wir sogar Cookies und das hier. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Sehr gut. 27%. Oh, hier stehen sogar Prozente. Wird aber dauern, bis wir 2000 erreichen, oder? Aber wenigstens sind alle glücklich, immerhin. 1100 pro Kaffee. Bro, das ist eine Menge, okay? Ich sollte 10.000 bekommen. Das wäre natürlich super. Oh, Baby, let's go, manage. Okay, lass mal sehen, immer noch fresh, alles ist fresh. Es ist wichtig, dass wir alles managen. Alles muss gemanagt werden, Leute. So, ich trainiere noch ein bisschen weiter, der Markt ist wieder normal. Okay, interessant, was ist das hier eigentlich? Grinders? Brewers? Ah, okay, ich sehe es. Okay, und was ist das hier? Keine Ahnung, was das ist, Leute. Okay, wir haben auf jeden Fall 33% erreicht. Vielleicht können wir bald umziehen. Oh, es kommen echt viele Leute hier rein, Leute. Aber die sind gar nicht mehr so glücklich, ne? Doch, zum Teil schon. Ich mache kurz eine Pause und gucke, ob alles gut ist. Ja, hier ist bald der Kaffee leer. Alter, wo wollen die Leute viel? Die Leute kommen so krass oft zu mir. Alter, das ist unnormal, Leute. Oh, shit, Level 3. Habe ich gar nicht bemerkt. Jetzt gibt es ja noch mehr. Perfekt, Leute. Perfekt, Bro. Perfekt. Und jetzt schließen wir mal. Wir sollten schließen. Wir sollten den Laden schließen. Bevor jetzt noch mehr Leute kommen. Jetzt sollten wir auf jeden Fall hier neuen Kaffee machen, solange der fresh ist. A Brew. So. Genau. Und jetzt können wir auch neue Sachen holen. Wie zum Beispiel hier. Weitere Drinks. Wie teuer ist das? Okay, es ist sehr teuer. Bruh, 11.000. Okay, ich gebe zu, das ist eine Menge. Okay, ich gebe zu, das ist eine Menge. Okay, Leute, wie auch immer. Wisst ihr was? Ich werde die Folge für das mal stehen lassen. Ich werde das mal speichern. Eine TV-Show hat mich eingeladen. Sie wollen deinen Kaffeeladen für ihre Show. Ja, natürlich, ich habe Geld bekommen. Bro, okay, das ist eine Menge Geld.
Ziemlich geil auf jeden Fall, so einen Kaffeeladen zu haben, schätze ich mal. Aber nun gut, Leute, wie auch immer, wir machen das mal Stopp. Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Falls es gut ankommt, mache ich natürlich weiter. So, lass ein Like, damit du mehr davon sehen willst. Falls du es bis hierhin geschafft hast, schreibe Kaffee in die Kommentare. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye! Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!